So, da sind wir wieder bei Let's Play Moment. Wo war hier der Händler? Dann kann ich nämlich erstmal ein bisschen Zeug verkaufen. Da. Handeln. Der hat ja wenig Geld. Und relativ. Die hängenden Gärten. Ich hoffe, ich brauche das alles nicht irgendwie noch. Die Erzählung Aufweg damit. Aschesalz Aufweg. Das auch auf jeden Fall. Nein, das will ich doch nicht kaufen. Ich hab Chitin, das ist besser. Das Läuterfedern, die beiden Pokale, Eisalze nicht, Kumbeere auch nicht, aber das Schild hier, bam. Ja, anbieten. So. Ja, bitte. Ja, bitte. Du mich auch, So, nochmal kurz speichern hier oben. So. Jetzt habe ich auf jeden Fall verkackt, wenn irgendwas davon wichtig war. Jetzt erstmal nach Balmora, oder? Mir wurde irgendwie was gesagt, so, irgendwer hat mal kurz gespoilert, wo die 7 Meilenstiefel sind. Aber zum Glück hat er es wieder gelöscht. Aber ich werde die, glaube ich, eh nie finden, aber... Sollte es euch stören, extrem stören, dass ich so lahm laufe, dann spoilert mir das. Pelagiat. Ich gehe nach Balmora natürlich wieder. Ah gut, nach da oben. Und ich habe irgendeinen Quest noch nicht abgegeben, meinte irgendwer. Meinte der eine Typ noch, aber ich weiß nicht, was für ein Quest das war. Ich hoffe, das war nicht jetzt ein Item, das ich gerade verkauft habe. Diese Anweisungen da. Wenn ja, dann habe ich verkackt. Da, aber na gut, auf nach beim Ohr. Und sollten irgendwelche Nebenquests hier auf meinem Weg schon sehr machbar sein. Also die hier so irgendwie an meinem Wegesrand sind, zum Beispiel hier vielleicht da drin irgendwas oder so. Mal mir sagen. Oder Zauber, die ich mir auf jeden Fall mal kaufen sollte oder so. Ja. Und die wichtig sind. Also, das kann mir der Dave, dieser Rucksack oder so, ich kann mir den, ich merke mir diesen Namen nicht, und noch so einen Typ da gerne schreiben. Und irgendwer, der vielleicht Ahnung von Morrowind hat, aber noch hat, also, aber da wüsste ich keinen. Außer Marco Korn, aber der guckt mein Let's Play bestimmt nicht. Also von daher. Na na. Und sonst wüsste ich echt keinen, wer irgendwie Ahnung hat. Wie lang ist denn das Spiel eigentlich, wenn ich jetzt hier nicht jedes Mal hin und her laufen würde? Sondern einfach nur eine Hauptquest machen würde, zack. Also nicht so die Nebenquests und so. Dann könnte ich mal abschätzen, ob ich vielleicht mal... Akrobatik? Durch Springen erhöht sich die Akrobatik? Hundertmal springen?
Zack, 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 zack. Wow. Lol, hey, das ist gut. Ich sollte einfach mal springen. Na, links gut. Ich wusste schon wieder nicht. Also rein theoretisch kann man sich hier den ganzen Tag hinstellen und die Taste einklemmen und rumhüpfen. Mich behaupten. Hat am Ende Akrobatik auch sonst was. Also jeder Sprung ist echt. Ah ne, sogar zwei Punkte manchmal. Ein Creep. Badam, daram. Das ist, weil Mora immer so weit ist. Sollte euch das Gehüpfe nerven, sagt mir, dass ich das vielleicht ein bisschen offscreen oder so machen soll. Nein, ich mache eigentlich nichts offscreen, ich mache das eigentlich alles onscreen. Oh, ich bin falsch abgebogen, fällt mir auf. Stufe 7 von 10 immer noch. Gut. Auf was sollte man Akrobatik denn haben, damit man relativ so ziemlich alles erreichen kann? Ist das ein Wesen, was tot rumliegt oder lebt? Das kommt davon, wenn man Leichen nie beseitigt. Regen, yay! Ausdauer kann man so nicht so viel haben. So, jetzt bin ich ja gleich wieder beim Ohr. Ich frag mich, ob meine Athletik sich überhaupt noch ein bisschen verbessert dabei hier. La la la, so ein weiter Weg. Da 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 da, ein so weiter Weg. Ja gut, ich erhöhe noch meine Athletik ein bisschen mit dem Zwischendurchlaufen. Was? Magie wiederherstellen. Lebensenergie wiederherstellen. Bam. Ach, da unten ist noch so ein Dreckswesen. Ma. Gott.
Wo ist die Klippenläuferleiche hin? Egal. Ja, Athletik hat sich verbessert. So, bei Mora, yay. Also wer genau aufgepasst hat, soll mir jetzt mal genau sagen, wo ich noch Quest offen habe. Und ob ich die Gegenstände schon habe und wo ich die wenn abgehe, die Quest. Ja. Kann ich euch helfen? Nö. Fühlt sich das? Nö. Was natürlich aber logisch gewesen wäre, finde ich. Eine unerwartete, aber nicht unangenehme Überraschung. Bitte fahrt fort. Edwina war in... Was kann ich für euch tun? Würdest du auf warmem Sand wandeln? Edwina war in... Alrun, oder? Ich bin mir da echt nicht sicher. Ach, das war der Quatsch. So. Ich hoffe einfach, dass das Edwina war. Teilt eure Gedanken mit mir. Ich finde eure Gesellschaft. Zack, ja, hier. Aufgaben. Selina hat die Entwürfe, die er gefunden hat, bereits zum Kaiser geschickt. Im Ausgangsbericht wurde Mithrilft erwähnt. Das liegt südwestlich von Dagonfell. Ihr müsst über Teile des Geistermeeres fliegen oder schwimmen. Bringt alle Pläne oder Entwürfe mit, die ihr finden könnt. Beförderung? Ihr seid nun Magier. Schätzt die Aufgaben, die ihr erledigt habt. Doch ihr entspricht noch nicht den Anforderungen, um Hexer zu werden. Ah, gut. Gut, ich bin Magier. Wow! Auch, also vom Rang auch. Also irgendwas hat sich da gerade fast wieder voll. Ach, schwere Rüstung, das dauert noch. So, warum ich die andere Treppe nicht hochgehen kann, ist mir noch fragwürdig, aber okay. Welt. Altruhen, Geisterpforte. Bei Geisterpforte sollte irgendwas sein, wurde mir, glaube ich, gesagt. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hinkomme. Oder wie ich da mal gelandet bin. Und da müsste ich auch nochmal hin. Zum Marandus oder so ähnlich. Ja. Was haben wir hier oben? Ruine M zu left. Achso, da oben müsste ich jetzt rein theoretisch hin. Wolfenhalle. Odal-Plattform bei Mora. Ich mache hier einfach jetzt schon mal einen Cut, also sagt mir, welche Quests ich noch offen habe, die nicht Hauptquests sind. Selbst den habe ich schon wieder vergessen. Dann erstmal die, die ich schon abschließen kann. Weil ich die schon habe. Beendet habe, beziehungsweise die Items habe dafür. Dann die, die leicht sind. Und die, die noch unmöglich sind, am besten mal ganz unten schreiben. Und an die Zauber denken, die ich mir am besten holen sollte, die wichtig sind. Also, dann speichere ich hier mal. Spielstand stehen, okay, ja. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin euer MK Indiana Jones.